Veranstalter in St. Vigil haben lange um ihr Europacup-Rennen gekämpft und gebankt. Am Ende konnte der Parallelslalom doch noch durchgeführt werden, wenn auch mit 2 Tagen Verspätung und nur mehr für die Herren. Wir haben vor einer Woche überhaupt keinen Schnee gehabt, auf den Hang überhaupt nicht. Dann haben wir da auch geschaut, dann haben wir gesagt, sollen wir es ziehen oder nicht. Die Athleten haben angerufen und haben gesagt, wir müssen unsere Flugzeugkarten bestellen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es, weil wir gesehen haben, dass die 3 Tage kalt werden. Und dann haben wir das ausgenutzt, genau richtig, seit da und auf der Furkel. Und es wurde eine super Veranstaltung, ein echtes Spektakel, nicht nur auf der Piste. Der Qualifikationsslalom wurde wie im Vorjahr am Furkelpass ausgetragen. Die 32 schnellsten Rennläufer waren dann im Finale in St. Vigil dabei. Auch in diesem Jahr hatte der Sieger der Qualifikation später aber nichts mehr mit der Entscheidung im Europacup-Parallelslalom zu tun. Der Österreicher Marco Schwarz war am Vormittag der Schnellste, schied dann aber bereits in der ersten K.O.-Runde gegen den Franzosen Maxime Rizzo, letzter der Quali, aus. Dafür mauserte sich der Norweger Truls Johansen am Vormittag noch Dritter konstant in der Rennpyramide nach oben. Der 25-Jährige bezwang im Finale den unscheinbaren, aber sehr effektiven Amerikaner Guinness. Im ersten Finaldurchgang waren Johansen und Guinness auf die 100. Sekunde gleich schnell. Im zweiten Lauf beging der US-Fahrer gleich nach dem Start einen Fehler und gab auf. Für den Norweger, der im Weltcup erst einmal in die Top 20 gefahren ist, ein Riesenerfolg. City-Events liegen ihm aber anscheinend, denn vor 2 Jahren belegte er in Moskau den 9. Rang. Das kleine Finale holte sich der Brite Dave Reading am Sonntag 17. in Aare gegen den Trentiner Andrea Ballarin, der sich mit dem 4. Platz zufrieden geben musste, genauso wie sein Mannschaftskollege Giordano Ronchi im Vorjahr. Ja, schaut, von Andrea Ballarin, er war wirklich gut, hat die Panifor-Läufe eine starke Leistung gezeigt. Zum Schluss hat mir ein bisschen die Kraft gefallen, muss ich ehrlich sagen. Er war wirklich, er hat mir gesagt, er schafft es körperlich nicht mehr, er ist müde. Und schaut, wenn er ein bisschen mehr Kraft gehabt hätte, hätte er wirklich gekannt ins Finale vor. Südtiroler waren im Finale nicht mehr dabei. Lediglich Fabian Pacher kam in der Qualifikation als 55. ins Ziel. Alex Hofer, Simon Mauerberger und Hannes Zingerle schieden aus. Wir haben ein paar gute Südtiroler Athleten auf dem Start gehabt, zwar noch junge. Mit Zingerle und Mauerberger und Pacher Fabian haben wir 3 wirklich gute Athleten. Den müssen wir aber noch aufbauen. Wir haben noch hohe Fisspunkte, haben deshalb hohe Startnummern gehabt und da wird es heute wirklich schwierig. Aber ich glaube, wenn wir da 1-2 Jahre mit denen gut arbeiten, haben wir noch in Zukunft ein paar Südtiroler dabei, die wirklich gute Leistung bringen werden. Mit Startnummern zwischen 74 und 90 waren die Südtiroler aber so gut wie chancenlos. Der Läufer mit der höchsten Startnummer, der es unter die 32 schaffte, war der Österreicher Raschner mit der 52.